In diesem Video beantworten wir all eure Fragen. Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit und heute sprechen wir mal über eure Fragen. Das heißt, wir haben uns jetzt einige Fragen von unter den YouTube-Videos rausgesucht und die gehen wir jetzt Schritt für Schritt einfach mal durch. Da ich als Vegetarier schon B12 supplementiere, wurde letztens bei mir im Krankenhaus ein Überschuss festgestellt von über 2000 und ich soll jetzt erstmal die Substitution einstellen. Bin jetzt verunsichert. Was machst du jetzt? Also grundlegend ist immer die Frage als erstes mal, was für ein Wert wurde denn gemessen, der über 2000 ist. Wahrscheinlich war das jetzt Vitamin B12 im Vollblut. Wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich jetzt erst nochmal den Holotranscobalamin-Wert anschaut. Der ist nämlich eigentlich aussagekräftiger, was das B12 im Blut angeht. Denn wenn du B12 misst, wird einfach nur das Gesamtcobalamin gemessen, was jetzt erstmal nicht unaussagekräftig ist, also was schon ein guter Parameter im Blut ist. Aber grundlegend müssen wir unterscheiden, was für B12-Formen du im Blut hast. Weil grundlegend, ja, über 2000 kann hoch sein, hängt aber von deiner individuellen Situation ab. Ich persönlich finde, dass der Referenzbereich für B12 viel zu niedrig angesetzt ist. Das heißt, auch die meisten Experten, mit denen ich mich austausche im Bereich ganzheitliche Gesundheit, wollen eigentlich höhere B12-Werte haben. Wichtig ist aber hier eben zu wissen, dass wir mit dem B12-Wert im Vollblut nur den Cobalamin-Anteil messen. Und ob das jetzt Methylcobalamin, Hydroxycobalamin, Cyanocobalamin oder welches Cobalamin ist, das messen wir damit nicht. Hydroxycobalamin zum Beispiel ist eine sehr, sehr schöne Supplementationsform, die man zu sich nehmen kann. Aber ja, 2000 ist theoretisch, je nachdem, was du für jemand bist, ein Wert, der vielleicht etwas zu hoch ist. Das hängt aber ganz individuell davon ab, was für eine Konstitution du hast. Hast du eine chronische Erkrankung, hast du keine? Kann man nur individuell beantworten, also jetzt so pauschal nicht. Es gibt eben keine generellen Antworten für individuelle Probleme oder Individualität. Deswegen ganz wichtig, ja, man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, man misst noch einen anderen Blutwert, um zu schauen, wie hoch der ist. Das ist Holotranscobalamin. Oder man supplementiert jetzt einfach mal weniger oder gar nichts in den nächsten Monaten, denn 2000 ist schon deutlich hoch. Nächste Frage. Schade, ich dachte, du zählst alle relevanten Werte auf. Klar, immer individuell, aber die Basics eben, die man checken lassen sollte, denke, da sind noch mehr anstatt Vitamin D, Omega. Ja, klar. Also grundlegend kann man sagen, es gibt natürlich eine ganze Palette an Blutwerten, die ich jetzt persönlich für die Basics halte. Wenn ihr dazu noch mal ein ganz ausführliches Video sehen wollt, ich habe ja auch ein Video mit der Luisa zum Beispiel gemacht, wo wir auf ihre individuellen Blutwerte eingehen. Schaut dir das Video einfach mal an, wir verlinken das mal hier oben, wo du dir ganz genau im Detail anschauen kannst, was bei ihr zum Beispiel bestimmt wurde. Das ist aber ganz wichtig zu verstehen, es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Blutwerte es in Summe gibt, aber es sind bestimmt 5000 Blutwerte, die es in Summe gibt, man bestimmt nie alle. Weil das ist grundlegend natürlich erstmal eine Preisfrage und es gibt so einen schönen Spruch, wer alles misst, der misst nur Mist. Das heißt, gerade so das Thema Blut sollte immer in den Konsens und auch in den Kontext mit den Problemen oder mit der Anamnese des individuellen Menschen zusammengestellt werden, sodass man eben kein Labor diagnostiziert oder auch kein Labor behandelt, sondern dass man den Menschen dahinter behandelt und das Labor als Diagnosemittel nutzt. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man nicht alles misst, sondern das misst, was eben von der Anamnese her auch zu demjenigen passt. Und das ist aber dann wieder sehr großer Interpretationsspielraum. Das heißt, gibt da keine Standards, gibt natürlich kleines, großes Blutbild, ne? Misst das Blut, misst jetzt erstmal nicht die Organe, sondern misst die Blutzellen, ne? Da kommt der Begriff her. Großes, kleines Blutbild, ein Bild des Blutes. Und deswegen sind auch Vitamine und sowas alles nicht dabei, auch wenn die sich natürlich auch im Blut befinden, aber das sind halt keine Bestandteile, keine Blutzellen im Detail. Und da muss man natürlich schon schauen, das ist sehr, sehr, sehr individuell, was man für Probleme hat und wie gesagt, Interpretationsspielraum, weil man könnte jetzt zum Beispiel, wenn es ums Thema Energiemangel geht, wäre für mich sehr, sehr wichtig, den Ferritinwert zu bestimmen. Für viele andere, die sagen dann, nee, das hat damit nichts zu tun. Also es ist nicht alles in den Stein gemeißelt. Ne? Das hängt schon davon ab, wie man das Ganze interpretiert und was man aus den eigenen Erfahrungswerten vielleicht auch mit in die Therapie oder in die Diagnostik hereinbringt.
Also von daher für dich, wenn du dir ein Video wünschst, was noch mehr ins Detail zum Thema Blutwerte geht, und ich merke immer wieder, dass bei Instagram dieses Thema sehr, sehr, sehr relevant zu sein scheint, dann gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, dann werden wir weitere Videos zum Thema Blutwerte machen und vielleicht nochmal gezielter auf bestimmte Werte eingehen. Nächste Frage, auch wieder Thema B12. Herzlichen Dank für das informative Video. Erstmal vielen Dank für dein Feedback. Ich habe seit 8 Jahren einen Schlauchmagen und spritze B12, weil es über das Essen nicht mehr aufgenommen wird. Bisher habe ich einmal im Monat eine Spritze gegeben. Kann man B12 auch als Spritze überdosieren oder wird zu viel dann ausgeschieden? Also grundlegend hängt das natürlich allererstes mal davon ab, wie sind deine Blutwerte. Die kenne ich natürlich nicht. Von daher kann ich auch nicht sagen, wie viel B12 zu spritzen gut, richtig oder auch zu viel wäre. Dann ist die zweite Frage, was für ein B12 wurde gespritzt? Methylcobalamin, Hydroxycobalamin. Dann ist die Frage, wie wurde das gespritzt? Wurde das intramuskulär gespritzt? Wurde das in die Vene gespritzt? Intramuskuläre bei Injektionen, gerade bei B-Vitaminen, sehr, sehr, sehr gut. Wird sehr, sehr, sehr gut aufgenommen. Also B12 IM, zum Beispiel in den Oberarmen oder so, sehr, sehr, sehr gut und wird auch sehr gut vom Körper aufgenommen. Grundproblem an so einem Schlauchmagen bzw. grundlegend an Magenproblem ist, dass der Intrinsic Factor irgendwann nicht mehr produziert wird, wenn ich ein Problem mit gewissen Zellpopulationen im Magen habe. Und das führt dazu, dass das B12 aus der Ernährung nicht mehr richtig aufgenommen wird. Und wie alles kann man natürlich auch B12 in der Spritze, sei es jetzt intravenös, also IV, oder IM, also intramuskulär, auch das kann man natürlich überdosieren. Grundlegend ist der Fakt, dass bei Kapseln letzten Endes, du hast jetzt gefragt, ob man das Ganze überdosieren kann oder ob der Körper zusätzliches oder zu vieles B12 ausscheidet. Wenn wir das Ganze ins Blut oder in den Muskel spritzen direkt, ist das weniger so, als wenn wir das Ganze über Kapseln oder Tropfen zum Beispiel machen würden, weil über den Darm ist die Aufnahme dann mehr reguliert. Das heißt, letzten Endes, aber auch das ist nicht so, dass dann alles, was wir nicht brauchen, ausgeschieden wird. Du kannst auch durch Kapseln zum Beispiel einen erhöhten B12-Wert bekommen. Das ist sehr, sehr, sehr individuell. Deswegen ist es auch so wichtig, gerade wenn man solche Therapien macht, egal ob jetzt Supplemente in Form von Kapseln oder Tropfen oder das Ganze sogar in Form von Injektionen macht, dass man nach den Injektionen immer wieder mal nachmisst, alle paar Monate, um zu schauen, wo man sich eben jetzt befindet, beziehungsweise in deinem speziellen Fall, wie hoch der Wert jetzt gegangen ist. Und wie gerade eben auch schon mal gesagt, hängt es dann auch davon ab, welcher Wert bestimmt wurde. Ist das das B12 im Vollblut? Ist das das Holotranscobalamin, was bestimmt wurde? Davon hängt das natürlich auch ab und es ist jetzt schwierig zu sagen, wie viel gegeben werden sollte, wenn man deine Werte nicht kennt. Okay, sehr gute weitere Frage zum Thema B12. Und was sagst du zu den Studien, die aufzeigen, dass bestehende Krebszellen durch zu hohen B12-Spiegel angeheizt oder gefüttert werden? Ja, die gibt es definitiv. Es gibt sehr große Korrelationen dazwischen, das heißt einem zu hohen B12-Wert und letzten Endes einem erhöhten Krebswachstum oder der erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Krebswachstums. Und ja, das sind Korrelationen, die dort bestehen, das heißt Zusammenhänge, aber nicht unbedingt Ursachen. Und ich sehe das Problem in diesen Untersuchungen dahingehend, dass wir uns im Blut immer nur das Cobalamin anschauen. Es macht aber einen Unterschied, welche B12-Form ich wie hoch dosiert in meinem System habe, weil, wie zum Beispiel auch bei Magnesium, unterschiedliche Magnesiumformen oder auch in dem Fall unterschiedliche B12-Formen unterschiedliche Dinge machen bzw. unterschiedliche Dinge auswirken können. Deswegen, wenn du Studien hast dazu, sehr gerne einfach mal in die Kommentare posten und dann schaue ich mir das im Detail mal an, weil ich glaube, dann kann man im Detail über die Studie wesentlich besser reden. Aber ja, das gibt es definitiv. Dennoch ist, wie gesagt, meiner Ansicht nach das Problem, je nachdem, welche Blutwerte für die Studie herangezogen werden, dass, wie gesagt, B12 verschiedene Unterformen beziehungsweise nur das Cobalamin zu messen, eben meiner Ansicht nach was anderes ist. Nächste Frage, auch wieder Thema B12, was ich von Vitasprint halte und ob es Sinn macht, das gegen einen B12-Mangel zu nehmen. Das ist jetzt ganz real, weil wir haben jetzt gerade die Seite selber aufgerufen, um uns mal anzugucken, was genau in Vitasprint drin ist. Das Einzige, was ich nämlich wusste, ist, dass es aus der Werbung das ist, wo man oben auf so ein Knöpfchen drauf drückt und dann das Pulver in die Flüssigkeit reinfällt. Also was haben wir denn da drin? 60 Milligramm Glutamin im Deckel steht ja. Dann haben wir hier Serin in der Lösung. Wir haben Cyanocobalamin,
Cyanocobalamin ist zum Beispiel eine Cobalaminform, die ich eher seltener nehmen würde, um nicht zu sagen gar nicht. Sorbitol haben wir noch drin, Mannitol haben wir drin, Natriumhydroxid, ja, ja. Also grundlegend würde ich, wenn ich ein Problem mit B12 habe, auf ein wirkliches B12-Präparat zurückgreifen, wo zum Beispiel Hydroxycobalamin oder Methylcobalamin drin ist. Also ist so ein bisschen unterschiedlich. Hydroxycobalamin, da ist man immer mit auf der sicheren Seite. Wenn man mit Schwermetallen ein Problem hat, kann Methylcobalamin nicht so hundertprozentig optimal sein. Grundlegend sind aber diese beiden Formen am ehesten die, die ich konsumieren würde. Und B12 ist eben nicht gleich B12. Das ist ganz wichtig. Und Cyano, einfach mal googeln, wo der Begriff herkommt, also was Cyano bedeutet. Es gibt so Cyanobakterien, es gibt Cyanocobalamin. Einfach mal kurz googeln und dann schauen, wo Cyano herkommt. Deswegen, ich würde auf Cyanocobalamin vollkommen verzichten. Wie gesagt, Methylcobalamin verwenden, das ist so mit dem Hydroxycobalamin die beste Form. Und das, ich bin grundlegend kein Fan von Produkten, wo ganz viele Sachen drin sind. Das ist super, wenn man genau diese Sachen auch braucht, die dann da drin sind. Ja? Aber es sind auch häufig, gerade in diesen ganzen Alltagsprodukten, die man so kennt, ganz viele Dinge wie Süßstoffe und so wieder mit drin, die ich eigentlich ja weniger in meinem System haben möchte. Und wenn ich sie konsumiere, dann bewusst mit in einem Quark oder irgendwas, sodass sie dann auch lecker schmecken und nicht damit ein Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel vielleicht besser schmeckt im ersten Moment, sondern da möchte ich eigentlich das Ganze über Kapseln haben so, oder über Tropfen, sodass es eben funktional ist. Und dann würde ich wirklich gezielt mit B12 arbeiten. Das jetzt erstmal zu dem Q&A-Video. Alle Fragen, die ihr habt, sehr gerne einfach unten rein. Wir werden in der Zukunft probieren, mehr Zeit dafür zu investieren, auf deine Fragen individuell einzugehen und dir die Fragen auch in den Kommentaren zu beantworten. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like von dir freuen und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und eventuell, wir planen gerade was ganz Cooles so für die nächsten Wochen, also sei gespannt, was da kommt und ich würde sagen, bis dahin.